Es war der Startschuss für das Europäische Jahr der Freiwilligkeit in der Diakonie. Beim diesjährigen Jahresempfang in Berlin drehte sich alles um das Engagement der rund 400.000 Ehrenamtlichen des Hilfswerks. Eine von ihnen ist Lilo Foldenauer. Die 62-Jährige greift als Stadtteilassistentin in Stuttgart Menschen unter die Arme, die in Probleme geraten sind. Und sie ist gleichzeitig das Aushängeschild des aktuellen Jahresthemas Freiwilliges Engagement der Diakonie. Wir sind ein Kreis von Freiwilligen, die die verschiedensten Arbeiten übernehmen, die uns vom Diakonischen Werk, vom Jugendamt, von den Sozialämtern übertragen werden. Das heißt zum Beispiel mit kleinen Kindern, Begleitung ins Tagheim. Das geht über Betreuung, zeitweise Betreuung von MS-Kranken bis hin vielleicht zu Hilfeleistungen für ganz alte Menschen oder die sehr krank sind. Den Helfern helfen. Diese Forderung stellte der neue Präsident der Diakonie, Johannes Stockmeier, an Politik und Gesellschaft. Anerkennung und Unterstützung seien gefragt, denn für Kranke und Schwache sei der Einsatz der Freiwilligen unersetzbar. Lebensqualität für Pflegebedürftige in einem Heim oder für Menschen mit Behinderungen wachsen entscheidend dadurch, dass Freiwillige da sind, die außerhalb der spezifischen fachlichen Bedürfnisse und Herausforderungen mit da sind für die Menschen, für die der Dienst geschieht. Helfen bereitet Freude. Daran erinnerte Joachim Gauck, langjähriger Pastor und ehemaliger Präsidentschaftskandidat. In einer Gesellschaft, in der Glück häufig mit Geld übersetzt werde, zeigten freiwillige Helfer ein wichtiges Gegenkonzept auf. Das folgt einem anderen Glücksprinzip. Sie warten nicht auf ein Glück, das zu ihnen kommt, in den Schoß fällt, durch Reichtum oder sonst noch etwas Schönes, sondern sie gestalten ihr Glück, indem sie von ihren eigenen Interessen absehen und andere Interessen auch für wichtig nehmen. Und diese Lebenshaltung macht uns Menschen nun mal glücklicher, als die da zu sitzen und zu warten, dass es Schlaraffen ankommt. Auch für IKD-Ratsmitglied Uwe Michelsen ist freiwilliger Einsatz kostbar. Für ihn ist die Fürsorge für den Nächsten der wahre Goldschatz, den das Leben zu bieten hätte. Als Vertreter der Diakonie, als Menschen mit sozialem Engagement, wissen Sie, wo das Gold zu finden ist. Bei den geringsten Schwestern und Brüdern. Und liebe Leute, liebe Schwestern und Brüder, geben Sie diese Goldsuche nicht auf. Ehrenamt wirkt nicht nur am Menschen. Auch für politische Ziele seien Freiwillige unersetzbar. Denn sie lebten die Werte vor, die von der Diakonie eingefordert würden, betont Cornelia Füllkrug-Weitzel, Vorstand der Ökumenischen Diakonie. Was absolut zentral ist, auch um auch als Diakonisches Werk und die anderen Wohlfahrtsverbände dann auch politische Forderungen darauf aufsatteln zu können und das gemeinsam zu leben, was man dann auch fordert. Diakoniepräsident Johannes Stockmeier ist stolz auf seine rund 400.000 Ehrenamtlichen. Denn ohne ihren Einsatz wäre die Welt ein ganzes Stück ärmer. Ich kann mir eine Welt ohne freiwilliges Engagement gar nicht denken, denn das gehört zu unserer Welt dazu. Und sie ist auch nicht zu verändern und zu gestalten ohne diejenigen, die persönlich sagen, ich bin damit nicht zufrieden, das mache ich. Das ist für mich keine Welt, die Gott so gewollt hat.